Hallo, lassen Sie uns in diesem Video schauen, was man an praktischen Konsensprotokollen realisieren kann. Dazu, bevor wir ins Detail eines der beiden Verfahren einsteigen, ein kleiner Überblick. Ich denke, Sie haben gemerkt, dass ein gutes Konsensprotokoll mit allen Randfällen abzudecken im stochastischen Fall nicht ganz trivial ist. Von daher, bevor Sie selbst ein eigenes sich ausdenken, schauen Sie erstmal an, was es gibt. Und Sie werden finden, dass es zwei wesentliche Kandidaten gibt, die im Moment sehr populär sind. Das erste ist das sogenannte Paxos-Verfahren. Nach dem Paper, in dem es beschrieben ist, benannt mit Analogie zu einer antiken griechischen Stadt mit einem Stadtparlament, in dem Einigkeit hergestellt werden muss und so weiter. Die Originalpublikation gilt als notorisch schwer zu lesen und glauben Sie mir, das ist sie auch. Es gibt Papers, die versuchen, eine einfachere Darstellung zu finden. Es gibt Tutorials dazu. Es gibt ganze Tutorials nur für dieses eine Verfahren, für dieses eine Paper. Aber selbst damit, es ist ein schwer zu verstehendes Protokoll. Es ist eigentlich eine Familie von Protokollen, gar nicht ein Protokoll an sich. Mit vielen Randfällen, mit vielen eingebauten Nebenaspekten. Es ist andererseits praktisch wichtig. Zookeeper, Kafka, Chubby sind alle original eigentlich auf Paxos aufgebaut. Zookeepers Konsensverfahren hat sich dann allerdings wegentwickelt und eher in Richtung auf eine Struktur wie Raft hin entwickelt. Raft ist ein vergleichsweise junges Protokoll, das spürbar einfacher ist, spürbar klarer strukturiert ist, meinem persönlichen Empfinden nach, sowas ist immer subjektiv, das aber letztlich die gleichen Garantien geben kann, das auch mit den gleichen Beweisen daherkommt. Paxos ist berühmt geworden dadurch, dass es eigentlich das erste Konsensverfahren war, das beweisbar korrekt war. Aber die Beweise sind so kompliziert und die Implementierung ist so kompliziert, dass weder der theoretische Beweis eines Verfahrens Ihnen wenig darüber aussagt, was aus Ihrer praktischen Implementierung eigentlich zu erwarten ist. Von daher ist ein strukturell einfaches Protokoll sicherlich etwas wert, wenn es auch dadurch leichter zu implementieren ist und damit Ihr wirkliches Verfahren näher an Ihrem Beweis bleibt. Ja, was tut Raft? Raft ist eigentlich nicht primär ein Konsensprotokoll, sondern es dient primär dazu, Log Replication herzustellen, im Sinne von Replikation deterministischer, endlicher Zustandsmaschinen zu unterstützen. Sie erinnern sich, darüber hatten wir schon mehrfach gesprochen, nicht? Sie haben mehrere Zustandsmaschinen, die mit Ereignissen gefüttert werden und alle müssen die gleiche Sequenz von Ereignissen sehen, damit alle Replikate durch die gleiche Folge von Zuständen laufen. Eigentlich liegt da ein Multicast, ein atomarer Multicast als Problem darunter. Und auch das ist ja eine Verallgemeinerung von Terminating Reliable Multicast. Also wenn Sie das lösen können, können Sie Konsens lösen, nicht? Von daher, das ist gut genug. Wenn wir das können, haben wir auch das Konsensproblem gelöst. Wir haben sogar mehr gelöst. Ja, die Vorstellung ist, wir haben also Clients, die außerhalb dieser Replikationsgruppe unserer FSM stehen. Und Clients senden Kommandos, Ereignisse an diese replizierte Finite State Machine. Und unser Job ist jetzt dafür zu sorgen, dass egal woher diese Kommandos kommen, in welcher Reihenfolge und so weiter, sie müssen wieder bei allen Replikaten dieser FSM in der gleichen Reihenfolge ausgeliefert werden. Und dazu werde ich mich eines Hilfsmittels bedienen, nämlich eines sogenannten Command Logs. Eine Logdatei, in der ich diese Einträge anhängen kann, also neue Events, neues Event, neues Event, neues Event, neues Event, und mir Gedanken darüber machen muss, wer entscheidet, in welcher Form, welche Ereignisse, in welcher Reihenfolge wo angehängt werden. Und wenn ich das hinbekomme, dann habe ich mich unter meinen replizierten FSMs auf die Reihenfolge geeinigt. Und das ist mehr als ein einzelnes Bit. Ich habe auch Total Order Multicast hergestellt, implizit dadurch. Also, das genügt. Wenn wir das lösen können, haben wir viel gelöst. Was ich dabei möchte, die Anforderungen, die ich erfüllen möchte, sind hier in diesem Raft-Sprechweise drei. Es ist Safety. Es darf nie dazu kommen, dass ich vertauschte Einträge in meinem Log sehe. Es soll available sein, im Sinne von, solange die Mehrheit meiner Replikate überlebt und kommunikationsfähig ist, solange werden meine Finite State Machines Fortschritt machen, Zustandsübergänge durchführen, Events verarbeiten und Resultate an die Klienten zurückgeben.
Und es soll Timing Independent sein, im Sinne von, die exakte Wahl von Timerwerten macht keinen Unterschied. Natürlich ist das für praktische Dinge wichtig. Sie erinnern sich an die Leader Election Diskussion, die wir im Kapitel 9 zu Message Queuing hatten. Das war ein Teil von WAF. Das dort benutzte Leader Election Verfahren gehört zu dem WAF-Protokoll. Und genau in diesem Sinne ist es hier gemeint. Ich werde sogar meine Timer randomisieren, bewusst randomisieren, aber in vernünftigen Größenordnungen. Ich werde jetzt nicht meine Timer so randomisieren, dass ich in die Meantime Between Failure Größenordnung komme. Das ist Unsinn. Aber es darf nicht darum gehen, es soll nicht darum gehen, es ist sogar explizit durch die Randomisierung nicht so gedacht, dass es jetzt genau darauf ankommt, in welcher Reihenfolge wer zuerst, wessen Timer zuerst feuert. Okay? Das ist der Kontext. Was macht das schwierig? Naja, natürlich, dass Maschinen ausfallen können und auch wieder recovern können, dabei Updates verpasst haben, die da integriert werden müssen. Nachrichten können verloren gehen, Nachrichten können beliebig verzögert werden, das sind die üblichen Standardherausforderungen. Und generell kann meine Mitgliedschaft sich verändern, nicht nur können Maschinen ausfallen, sie können auch einfach entfernt werden, weil sie für was anderes gebraucht werden oder hinzugefügt werden. So, und jetzt endlich, im 13. Kapitel der Vorlesung, jetzt bauen wir ein fehlertolerantes Protokoll für diesen sehr allgemeinen Fall. Hat lange gedauert, nicht? Wenn Sie das genauer nachlesen wollen, ermuntere ich Sie ausdrücklich dazu, die Version hier zu nehmen, die Quelle 15. Es ist sehr lesbar, es ist sehr gut geschrieben, es erklärt viele der Entwurfsentscheidungen, es erklärt die Unterschiede zu Paxos und warum es so gemacht, so unterschiedlich aufgefasst werden will. Und im Wesentlichen habe ich die Inhalte hier aus diesem Abschnitt 15 abgeschrieben. Es gibt Quellcode dazu auf GitHub und es gibt die Animation, die Sie sicher bestimmt schon im Kapitel 9 zu Leader Election angeschaut haben. Ich denke, die wird jetzt mehr Sinn ergeben, wenn Sie sich jetzt nochmal in Ihrer Gänze anschauen und nicht nur den Leader Election Teil daraus rausgreifen. In diesem Sinne, schauen Sie sich das bitte an. Es hilft wirklich. So, ein paar Worte noch zur Gesamtstruktur. Also, wir haben drei wesentliche Komponenten. Das ist erstens die Leader Election, aber das haben wir ja schon erledigt. Siehe Kapitel 9. Es gibt die Log Replication. Wie sorgen wir dafür, dass die einzelnen Logs, in denen die Events drinstehen, auf meinen einzelnen Teilnehmern korrekt repliziert sind, keine unterschiedliche Reihenfolge irgendwo existiert. Und ich muss mir über Safety Gedanken machen, wie gehe ich mit Ausfall und so weiter um. Zunächst ein paar Grundlagen dazu. Sie haben wieder die Vorstellung von Leaders versus Followers. Leaders werden durch ein Leader-Election-Verfahren gewählt, siehe Kapitel 9, und sie sind für eine Amtszeit, für einen Term dafür zuständig, die Aktualisierung der Logs zu koordinieren und voranzutreiben. Diese Amtszeiten sind diese Terms mit ihrer Term-Number, mit der amtslaufenden Nummer der jeweiligen Amtszeit. Und da die Terms durch stochastische Leader-Election-Timeouts getrieben werden, sind die natürlich auch unterschiedlich lang. Das weiß ich im Voraus nicht, es interessiert mich auch nicht, wie genau lang die jeweils sind. Diese Term Numbers sind monoton aufsteigend, werden immer um eins erhöht, wie das in dem Leader Election Fall ja schon da war. Anders gesagt, ich kann die als eine Logical Clock, als eine logische Uhr auffassen. Wenn ich zum Beispiel merke, dass ich denke, wir sind gerade in Amtsperiode 15, aber jemand behauptet, Leader für Amtsperiode 29 zu sein, dann weiß ich, dass ich eine ganze Menge verpasst habe und ich werde mich diesem Leader anschließen und meine logische Zeit darauf erhöhen. Insbesondere sollte ich dann nicht mehr denken, dass ich noch Anführer bin, wenn ich das vorher dachte. So, eine solche Amtszeit hat höchstens einen Anführer. Jetzt werden Sie sich wundern, warum höchstens? Naja, erinnern Sie sich, das kann schief gehen, ne? Es kann sein, dass wir Split Votes haben, sodass sich die Abstimmungen auf mehrere Kandidaten verteilen und es keinen erfolgreichen Anführerwahl gab. Deswegen kann es sein, dass wir Term Numbers haben, die ohne Anführer ausgegangen sind und in denen es dann natürlich auch keine Aktualisierung meiner Logs gibt. Denn die Leader treiben die Log-Updates. In folgendem Sinne, meine Clients reden eigentlich im Regelfall mit einem Leader.
Auch wenn der wechselt, dann müssen die Clients von einem Non-Leader zu dem entsprechenden Leader für den richtigen Term weitergeleitet werden. Das heißt, wir serialisieren alles durch den Leader. Serialisiert, ja, ganz schlimm, Single Point of Failure, aber ist kein Problem. Wir werden den ja immer wieder neu wählen. Aus dem Leader Election Kapitel, Sie erinnern sich, 150, 300 Millisekunden. Also die Rotation dieser Aufgabe ist hier ein Feature und kein Bug. Wir wechseln ohnehin dauernd den Leader, sodass es gar nicht so schlimm ist, wenn einer mal kurzzeitig oder auch längerzeitig ausfällt. Von daher, vielleicht ist das der richtige Trade-off. Was machen die Leaders? Die treiben den Log-Update. Sie treiben den Log-Update im Sinne von, nur der Leader darf Einträge an das Log anhängen. Und an den Log wird nur angehängt und natürlich gelesen. Aber es wird nur angehängt, es wird nichts überschrieben, in die Mitte eingefügt oder sonst etwas damit gemacht. Wir hängen nur Ereignisse hinten an das Log an. Okay? Also, Client sendet an Leader ein Ereignis. Leader hängt es an sein eigenes Log an, repliziert diesen Eintrag zu seinen Followern und wartet auf Zustimmung, wartet auf Acknowledgements. Sobald die Mehrheit ein Acknowledgement geschickt hat, schicken wir ein ACK an den Client. Client an Leader, Leader an Follower, Mehrheit der Follower an Leader, Leader ACK an Client. Das ist die Grundidee. So, und das ist alles schön und gut. Und das Ganze wird dann spannend, wenn wir Leader Elections haben, die sich mit Log-Updates zeitlich überlappen. Solange das alles stabil ist, solange Sie einen Leader haben, der mit seinem Client redet und so weiter, ist das ein nahezu banales Verfahren. Und Sie kriegen, weil ja der Leader serialisiert und erst bestätigt, wenn eine Mehrheit der Follower bestätigt hat, Sie erinnern sich, quorumbasiertes Verfahren, Mehrheit der Schreiber, dann kriegen wir die einheitliche Reihenfolge unserer Einträge im Log. Der Punkt ist, was passiert, wenn während dieses Prozesses die Leaderrolle wechselt. Dann müssen wir nachdenken. Was machen wir jetzt in so einem Log? Vielleicht muss ich erstmal noch genau aufsagen, was da eigentlich drin steht. Ein Log ist eine Liste von Kommandos für diese Finite State Machine, für diese replizierte Finite State Machine. Jeder Knoten hat sein eigenes Log. Es soll ja repliziert auf die einzelnen Knoten sein. Und was da drin steht, ist erstmal irgendeine Anweisung, irgendein Event an die FSM, das ist mir egal. Das ist sozusagen Payload. Wie das aussieht, das interessiert mich nicht. Aber ich werde den Dingern Nummern geben. Und ich werde diese nummerieren mit der Amtszeitdauer, mit dem Term Number. Und innerhalb einer Term Number, innerhalb eines Terms, werde ich fortlaufend hochzählen. Also, dass ich hier de facto eine fortlaufende Nummer habe. So, innerhalb eines solchen Logs gibt es jetzt Einträge, die aber nicht alle gleich sind. Es gibt ja erstmal Client an Leader, Leader hängt an sein Log an. Jetzt existiert dieser Eintrag ja erstmal nur bei dem Leader. Der ist noch nirgendwo hinkopiert. Darauf kann ich mich noch nicht verlassen, dass der wirklich funktionieren wird. Darf ich den insbesondere schon an meine tatsächliche FSM geben und dort irgendwelche Übergänge durchführen? Natürlich nicht. Was ich also tun muss, ist erstmal, obwohl ich ihn bei mir jetzt vielleicht geschrieben habe, an meine Kollegen replizieren, mir von dort bestätigen lassen. Sobald ich genügend Bestätigungen habe, kann ich sagen, okay, jetzt gehe ich davon aus, dass dieser Eintrag auch meinen Tod überleben wird. Okay? Ich unterscheide also zwischen Einträgen, die uncommitted sind, für die ich mich noch nicht festgelegt habe, für die ich vielleicht implizit eine Reihenfolge festgelegt habe, aber auch das ist nur Hoffnung, wenn das mit dem Verteilen klappt, dann wird das schon gehen, versus committed Entries, bei denen ich sicher bin, dass sie auch alle Fehlerannahmen, die ich hier treffe, vernünftig überleben werden. So, und diese committed Entries, die sind ein Präfix meines Logs. Ich werde mir nicht die Mühe machen und die Komplikationen in Kauf nehmen, dass ich irgendwie sage, okay, die ersten 10 sind committed, dann habe ich 3 non-committed, dann habe ich 2 committed und ist viel zu kompliziert.
Committed steigt von vorne nach hinten hoch. Wenn ich vielleicht tatsächlich irgendwie die ersten 10 committed, ein non-committed und der 12. könnte committed werden, dann tue ich das einfach nicht. Dann warte ich, bis 11 committed ist. Dann warte ich, bis für 11 auch alle Bestätigungen vorliegen. Dann sind halt 11 und 12 auf einen Schlag committed. Ist ja kein Problem. Also, sobald irgendein Eintrag committed ist, dann sind auch alle vorherigen Einträge committed. Und damit brauche ich nur einen einzigen Counter. Damit brauche ich nur eine Zahl, um zu sagen, alles bis Eintrag 17 ist committed. Wo ist es committed? Im Log des Leaders. Das heißt nichts über die anderen. Ne? Das heißt, im Log des Leaders ist es committed. Committed heißt, es ist auf genügend viele andere Knoten kopiert. Was dort der Fall ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Schauen wir uns ein Beispiel an. Also, ich habe hier oben meinen Leader und ich habe meinen Log. Und mit meinem durchlaufend nummerierten Index hier. Term Numbers sind hier in Farbe und mit der oberen Zahl hier nochmal separat hervorgehoben. So dass ich jetzt hier sagen kann, naja, Leader 1 hat hier 3 Einträge aus Term 1, einen Eintrag aus Term 2, 4 Einträge aus Term 3. Und es ist ihm gelungen, manche davon zu kopieren, aber nicht alle, auf alle Follower. Aber was weiß er denn? Er weiß, dass bis zu Eintrag dem hier, bis zum dritten Eintrag im dritten Term, diese Einträge hier existieren auf 3 Rechnern, also auf 3 von 5, also auf der Mehrheit. Okay? Das heißt, für diese 3 wird der Leader davon ausgehen, dass sie committed sind. Dafür ist hier dieser Zeile committed entries. Das heißt nicht, dass sie überall repliziert sein müssen. Das heißt nur, bis zu genau diesem einschließlichen Eintrag hier muss es auf der Mehrheit der Follower entsprechende Kopien davon geben. Okay? Es müssen nicht alle meine Leader up to date sein. Nicht, der kann mal ausgefallen sein, gerade wieder booten. Der hat hier Lücken, das ist okay. Die müssen wir gegebenenfalls füllen, wenn wir den noch weiter benutzen wollen. Aber für den Moment ist es erstmal okay. Für den Moment reicht mir, dass es nur diese Einträge hier gibt, die committed sind. Dieser 8. Eintrag hier ist jetzt erst bei einem Follower kopiert. Der ist entsprechend noch nicht committed. Wir hoffen vielleicht, dass er hier demnächst auch bestätigt wird, dass er hinkopiert wurde. Aber wer weiß das schon. So, wie wissen wir das? Was müssen wir dazu tun? Naja, der Leader muss dafür sorgen, ne? Also, Client sendet Kommando an Leader, Leader hängt es an sein Log an, uncommitted. Wir senden das Kommando an alle Follower, die sollen das bitteschön replizieren, mit der Term Number und dem Index im Term. Und damit ist das auch festgelegt. Und ich warte für Mehrheit von meinen Teilnehmern. Ignorieren wir mal den Fall, was passiert, wenn ich jetzt gerade hier in dem Moment einen Leader Change habe. Das gucken wir uns gleich an. Solange ich Leader bin, werde ich hier unendlich oft wiederholen. Retwice, retwice, retwice. Okay? Ich akzeptiere die Einträge, schicke einen Akt zurück, wenn ich keine Lücke in meiner Indexsequenz habe. Also in diesem Beispiel, wenn jetzt dieser hier, der 4. Client hier, der 4. Follower, hier diesen Eintrag hier bekommen würde, dann kratzt er sich am Kopf und denkt sich, ist ja schön, aber ich soll ja die Eigenschaft garantieren können, sollte ich mal Anführer werden, soll er die Eigenschaft garantieren können, dass alles das, was ich committed habe, alles davor ebenfalls committed ist. Aber da fehlt mir ja ganz viel. Das heißt, das kann ich hier eigentlich nicht acknowledgen. Ich speichere es mir vielleicht zwischen, um später Lücken zu füllen, aber acknowledgen kann ich es noch nicht. Also, ich akzeptiere, ich als Follower akzeptiere ein neues Kommando und bestätige das Kommando nur, wenn es keine Lücke in dieser Indexsequenz gibt. Und sobald ich, wie gesagt, genügend Acts gesammelt habe von der Mehrheit, dann wechselt mein Eintrag von uncommitted zu committed und ich keine Gap in dieser Acknowledgement-Sequenz habe, schiebe meinen Commit-Counter hoch, schicke es an meine FSM, schicke das Resultat zurück. Okay? Was habe ich davon? Davon habe ich 2 wesentliche Eigenschaften. Ich kann mich darauf verlassen, dass erstens, wenn ich 2 verschiedene Logs auf 2 verschiedenen Rechnern angucke, und mir angucke, was im Term 5, Index 17 geschrieben ist, dann ist das der gleiche Eintrag. Das kann nicht sein, dass es zu verschiedenen Einträgen kommt. Und das gilt für diese Präfix-Eigenschaft. Das gilt nicht für diesen Eintrag. Wenn die committed sind, dann sind auch die alle davor committed und gleich. Okay? Das ist nützlich. Das brauchen wir, um den Leader wechseln zu können.
So, wie committe ich jetzt? Ja, wie gesagt, das macht der Leader. Ne? Der Leader sorgt dafür, dass hier mitgezählt wird, bis wohin committed werden kann. Nur der weiß das. Nur der weiß, bis zu welcher Sequenz genügend Acknowledgements vorliegen. Muss also diesen Commit-Counter gelegentlich mal verbreiten. Aber das ist ja kein Problem. Wir machen ja sowieso Heartbeats. Wir machen ja sowieso I'm-Alive-Messages. Da können wir das bequem mit reinschreiben. Also in meinen Is-Alive-Messages verteile ich die Information, bis zu welchem Term, bis zu welchem Index die Einträge jetzt committed sind. Bis zu diesem Punkt wissen wir, diese Einträge sind fest. Okay? Also können die Follower aus dieser Information auch das Wissen entnehmen, ah, guck mal, da sind jetzt diese Einträge, die ich gerade gespeichert habe, jetzt sind drei mehr committed, in genau dieser Reihenfolge, die ändert sich nicht mehr. Diese drei sind committed, die kann ich jetzt auch bei mir an meine Finite State Machine schicken, die deterministisch ist, also genau das gleiche tut, was die Finite State beim Leader macht. Okay? So, das ist so der Prozess ohne Ausfälle. Ich denke, das ist eigentlich relativ geradlinig. Es ist fast die Frage, wie man das sonst machen sollte. Der spannende Fall kommt jetzt. Ne? Der spannende Fall kommt jetzt, wenn wir jetzt anfangen, über Leader Crashes zu reden. Was machen wir jetzt bezüglich des Leader Crashes oder der Neuwahl eines Leaders? Naja, schauen wir uns Fälle an, die da existieren können. Angenommen, wir haben hier oben jetzt unseren neuen Anführer gefunden und wir sind jetzt in der Amtsperiode Nummer 8. Ne? Wir haben hier unten Einträge für 7. Aus welchen Gründen auch immer hat unser neuer Leader diese Einträge hier in seinem Log. Jetzt gibt es mögliche Fälle, was bei anderen Followern der Fall sein kann. Zum Beispiel A oder B könnte sein, dass hier Einträge fehlen, die unser neuer Leader schon hat. Und das ist unkritisch. Die werden irgendwann mal repliziert werden, irgendwann wird hier nachgefragt, dass hier Einträge fehlen, das funktioniert. Problematischer ist ein Fall wie hier, dass Sie hier einen zusätzlichen Eintrag für den sechsten Term haben oder zwei Einträge für einen Term 7, den dieser Leader hier gar nicht mitgemacht hat. Davon hat er überhaupt nichts mitbekommen, dass es diesen gab. Er ist direkt auf 8 gegangen hier. Also die Existenz des Terms 7 wusste er, sonst hätte er hier nicht 8 bekommen, aber er hat diese Einträge nicht gesehen. Möglicherweise war dieser Knoten D hier der Leader für Term 7, hat diese zwei Einträge hier geschrieben, ist dann durch den neuen Leader hier ersetzt worden zu Term 8, konnte aber diese beiden Einträge nicht replizieren. Genauso hier unten. Ne? Hier könnten Sie bei F jemanden haben, der hier für Terms 2 und 3 Anführer war, ganz viele Einträge hier produziert hat, die aber nie replizieren konnte. Die finden Sie ja bei keinem einzigen anderen Teilnehmer hier. Oder hier haben Sie jemanden mit zusätzlichen Events für Term 4. Ja, was machen wir denn damit? Es gibt zwei Fälle. Fall 1 ist, diese anderen Einträge sind non-committed. Also die Einträge, die diesem Leader fehlen, sind bei den anderen Teilnehmern nicht committed. Zum Beispiel das hier. Zum Beispiel diese beiden Einträge für die 7 hier. Wenn die hier nicht committed sind, ist das ja eigentlich unkritisch. Ne? Dafür gibt es kein Versprechen, dass die irgendwo existieren, repliziert sind. Die wurden auch noch an keine FSM ausgeliefert. Das ist eigentlich unproblematisch. Für solche Einträge könnten Sie jetzt zwei verschiedene Strategien sich überlegen. Sie könnten jetzt sagen, ja, das ist doch super, wir haben schon hier zwei neue Einträge. Die können wir doch jetzt hier rüber kopieren und die dem neuen Leader hier anheimstellen und der kümmert sich jetzt um das Replizieren und so weiter. Ja, könnte man machen. Gibt auch Protokolle, die das tun. Raft sagt, nee, viel zu kompliziert. Die schmeißen wir einfach weg. Im Zweifelsfall wird ein Client sich schon nochmal melden. Der Client wartet ja immer noch auf das ACK von dem vorherigen Leader. Das kriegt er nicht. Der ist gar nicht mehr Leader. Der ist tot oder abgelöst. Der kriegt kein ACK. Das heißt, der Client wird im Zweifelsfall nochmal eine Übertragungswiederholung machen und das Event nochmal schicken. Okay? Also es ist fast ein Holzhammer, mit dem wir jetzt hier gerade auf das Problem draufhauen, wenn wir sagen, nee, ist mir zu blöd, mache ich nicht, ich schmeiß die einfach weg. Für uncommitted Einträge ist das völlig unproblematisch, da dürfen Sie das tun. Dann werden ja schon die anderen Clients hier wieder ankommen und das hier jetzt bei dem neuen Leader eintragen und so weiter. Und der wird es replizieren und so weiter und so weiter. Alles gut. Was ist aber,
Wenn diese Einträge hier committed wären, sind sie in dem Bild jetzt hier nicht, sind sie in dem Beispiel nicht, aber was wäre, wenn sie hier auf anderen Non-Leader-Knoten, auf Follower-Knoten, Einträge hätten, die committed sind, die der neue Leader nicht besitzt? Das könnte ja sein. Das könnte ja sein, dass zum Beispiel dieser Knoten D hier vorher Leader war, in Runde 7 Leader war, in der Lage war, diese beiden Einträge auf eine Mehrheit der Knoten zu replizieren und zu committen, dann abgelöst wurde durch jetzt hier den neuen Knoten und dieser neue Knoten, der jetzt Leader in Runde 8 ist, war dummerweise nicht einer von den Knoten, zu denen es repliziert wurde. Könnte sein, ne? Das ist doof, ne? Dann funktioniert dieses Argument von gerade eben nicht. Dann funktioniert das Argument, na, schmeißen wir es halt einfach weg. Das klappt nicht. Ich habe ja jetzt committed und bei FSMs eingetragen und so weiter und so weiter. Dann habe ich ein Problem, ne? Ich mag es aber nicht, wenn ich Probleme habe. Also, was machen wir? Wir machen was ganz Einfaches. Wir sorgen dafür, dass es dieses Problem nicht geben kann, indem ich meine Leader Election einschränke. Indem ich dafür sorge, dass das, was ich als Leader Election Verfahren vorhin allgemein besprochen habe, in Kapitel 9 allgemein besprochen habe, dass dieses Verfahren so eine Situation nicht produziert. Dass nur ein Leader gewählt, nur ein Follower zum Leader werden kann, der im Besitz aller committed Einträge ist. Und dann bin ich auch das Problem los. Okay? Entweder hat mein neuer Leader manche Einträge nicht, aber die sind uncommitted, dann ist es kein Problem. Oder es ist ein Follower, der manche committed Einträge nicht besitzt, dann kann er nicht neuer Leader werden. Okay? Ist das plausibel? Habe ich wenigstens eine Chance, einen neuen Leader zu finden, wenn mein momentaner abstürzt? Es muss ein Knoten sein, der neue Leader muss ein Knoten sein, der alle Committed-Einträge besitzt. Aber davon muss es ja die Mehrheit der Knoten sein, sonst wären die ja gar nicht committed. Okay? Also es gibt mindestens weitere Knoten, von blöden Randfällen, dass sie jetzt mit einem Knoten anfangen, abgesehen. Es gibt weitere Knoten, Mehrheit der Knoten besitzt das. Es gibt Knoten, unter denen ich auswählen kann. Das dauert dann vielleicht einen Tick länger, weil mein Zufall nicht mehr so schön ist. Ist egal, ich finde Knoten, die das tun. Das ist das Argument. So tickt das. Also, schauen wir uns die Fälle an. Diese Fälle sind unkritisch. Die Fälle A, B sind unkritisch. Der CD ist der interessante. Möglicherweise hier habe ich Einträge, die der neue Leader nicht hat. Das können aber nur uncommitted sein, sonst hätte ich den hier gar nicht zum Leader gemacht. Und Kombinationen gibt es natürlich auch. Und wie gesagt, ich muss meine Leader Election noch anpassen. Das machen wir gleich im Safety-Abschnitt. Ich muss meine Leader Election noch so anpassen, dass mir ein solcher Knoten gar nicht erst zum Leader wird. Super. So, das hier ist die Überlegung, was mache ich mit diesen alten Einträgen, mit diesen Zusatzeinträgen? Ne? Andere Protokolle kopieren tatsächlich zum neuen Leader, werden dadurch sehr kompliziert. Raft, Holzhammer, wir schmeißen die einfach weg. Ja? Und das ist kein Problem, es wird sowieso dann im Zweifel wieder zur Replikation kommen. Was man sich dann überlegt ist, wenn wir das so einrichten, es werden nur uncommitted Einträge, Entries, nicht Entires, Entries entfernt. Also die sind noch nicht bei der Finite State Machine ausgeliefert, die sind noch nicht bestätigt worden und so weiter und so weiter. Von daher, das ist okay. Der Client würde die neue übertragen. Und mit dieser Folge von Argumenten kommt man dann auf diese wesentliche Einsicht. Ein Leader hängt nur an sein eigenes Log an, sonst macht er nichts. Der fügt nicht ein, der löscht nicht, der kriegt keine Kopien von irgendjemand anders. Ich muss mir keine Gedanken um Umordnungen oder sonst irgendwas machen. Es ist eigentlich ein sehr einfaches Verfahren. Und das ist ja meistens so. Schönheit ist in der Einfachheit. Es ist eigentlich ein sehr einfaches Verfahren. Okay. Schauen wir uns an, wie das mit diesem Leader-Election-Verfahren jetzt noch funktioniert. Wie gesagt, ich muss dafür sorgen, dass meine Leader-Election mir jetzt nicht die falschen Knoten auswählt, Knoten, denen Committed-Einträge fehlen. Ne, Knoten A ist, ja, das habe ich Ihnen, glaube ich, erklärt. Wir müssen die Leader-Election entsprechend einschränken. Und wie machen wir das? Naja, das ist eigentlich wieder ganz einfach. Wie wird denn ein Leader gewählt? Er wird gewählt durch Stimmen, durch Stimmabgaben anderer Follower.
Okay, und wenn jetzt ich weiß, dass ich mehr Einträge habe als irgend so ein dahergelaufener Knoten, der denkt, er könnte sich hier zum Leader aufschwingen, hat aber weniger committed Einträge als ich, dann werde ich einen Teufel tun, dem meine Stimme zu geben. Denn ich weiß ja, ich habe mehr committed, also der kann gar nicht Leader werden, der darf gar nicht Leader werden, also werde ich dem nie meine Stimme geben. Kann der jetzt die Mehrheit der Stimmen kriegen? Nein, kann er nicht, weil er die Mehrheit der Knoten, das ist ja die Definition von committed, die Mehrheit der Knoten hat ja mehr Einträge. Deswegen sind sie committed, deswegen haben die auch mehr als der. Das kann gar nicht gehen. Also, alles, was ich hier eigentlich noch tun muss, ich füge in meine Nachricht, ich möchte neuer Leader werden, füge ich das ein, was ich als committed in meinem Log stehen habe. Und nur wenn dieser neue da mindestens so up-to-date ist wie ich, lexikografische Ordnung und da Term-Number und Index-Number, nur dann kriegt er eine Stimme von mir. Ansonsten nicht. Also, anders gesagt, ein Knoten wird dann neuer Anführer, ein Kandidat wird dann neuer Anführer, wenn er mindestens so up-to-date ist wie die Mehrheit der Knoten. Und jetzt sind wir im gleichen Argument, was wir bei Quoren, bei Schreibquoren gemacht haben. Eigentlich haben wir hier ein Schreibquorum gebaut. Es ist ein Quorum von Knoten, auf die geschrieben wurde, die mehr als die Hälfte sein muss, sodass wir hier jeweils up-to-date sein müssen. Es kann nicht sein, dass wir mit der Mehrheit der Hälfte kleiner sind, wenn die Definition von Commit heißt, mehr als die Hälfte. Coole Sache. Und das ist sogar so cool, dass wir es, glaube ich, an dieser Stelle hier bewenden lassen. Man muss jetzt sich noch Gedanken drüber machen, was passiert mit Einträgen, die aus vorherigen Runden übrig geblieben sind. Das ist ein Detailproblem. Da würde ich Sie auf das Paper verweisen. Ich mache, glaube ich, noch ein paar Schlussbemerkungen dazu zu Raft. Ein Punkt ist ja, dass jetzt hier diese Logs groß werden. Die werden sogar beliebig groß, wenn das System immer weiterläuft. Das wird natürlich auch nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen eine sogenannte Log Compaction durchführen. Wir müssen die alten Teile, die wir nicht mehr brauchen, die schon längst alle abgefrühstückt sind, die müssen wir rauswerfen. Was man dazu tut, ist, sie machen einen Snapshot. Sie machen einen Distributed Snapshot, wie wir es uns vorhin im vorherigen Kapitel überlegt haben, des gesamten Zustands, alle Partitionen schreiben wir auf Stable Storage. Und dann können wir alles, was wir davor haben an längst committed Dingen, einfach wegwerfen und kompaktifizieren das Ganze wieder. Wir müssen uns noch zu Membership Changes Gedanken machen. Das Dumme ist, das ist eigentlich nicht atomar. Dann können Sie möglicherweise zwei Leaders haben. Die Idee hier ist zu sagen, während Sie so eine Transition haben zwischen zwei möglichen Konfigurationen, da kann man lustige Fallbeispiele basteln. Während so einer Transition, wenn jetzt noch nicht alle wissen, dass es einen neuen Knoten hinzugekommen ist, dann fordert man, dass sie aus der alten und aus der neuen Konfiguration jeweils Mehrheiten bekommen. Und dann funktioniert auch das wieder. Um das zusammenzufassen, Raft ist tatsächlich ein vergleichsweise einfaches Schema, um solche replizierten FSMs zu treiben. Und es ist tatsächlich im besprochenen Sinne fehlertolerant. Es kommt mit abstürzenden Knoten klar. Sie können neue Knoten integrieren. Teufel ist ein bisschen im Detail, aber eigentlich funktioniert es. Und es liefert das, was wir uns vorhin immer wieder mal gewünscht haben, in einer eleganten Art und Weise, nämlich atomare Ordnung, selbst bei Fehlern. Was die vorherigen Verfahren alle nicht geleistet haben. Selbst bei Fehlern. Und es kommt auch mit beliebig langen Nachrichtenlaufzeiten klar, in einem stochastischen Sinne. Es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, aber wir können diese Wahrscheinlichkeiten drücken durch die immer wieder neu stattfindenden Leader Elections, die stochastisch getrieben sind. Insgesamt ist das ein sehr, sehr, sehr viel einfacheres Verfahren als Paxos. Und zu Paxos sage ich im nächsten Video noch ein paar Sätze, aber ich glaube, an dieser Stelle ist es ein guter Punkt, die Besprechung hier von Raft und dem einen Verfahren erstmal zu beenden. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.